Peters, als Sie das letzte Mal bei uns waren, da war diese Fernsehserie gerade angelaufen und Sie haben erzählt, wie irrsinnig aufgeregt Sie sind. Es war noch nicht absehbar, was das für ein gigantischer Erfolg wird. Was hat sich denn nach Ihrer Wahrnehmung nach am meisten verändert seitdem? In der Serie oder in meinem Leben? In Ihrem Leben mit dieser, ja, Sophie Haas. Also in meinem Leben mit Sophie Haas hat sich schon eine Menge verändert. Die wird natürlich jetzt von viel mehr Leuten beobachtet. Man kriegt auch jetzt konkret bei der Arbeit, man kriegt viel mehr reingeredet als früher. Und ehrlich? Das war vorher schon viel. Und jetzt ist es noch mehr. Also von den Regisseuren, den Drehbuchautoren? Ja, von viel. Da gibt es ja beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen viele Seiten, die was zu sagen haben. Und da wird schon mehr drauf geguckt, was man darf und was man nicht darf und so. Und im Leben hat sich natürlich stark verändert, dass ich angesprochen werde auf der Straße oder in der U-Bahn oder irgendwie sowas und darüber früher nie so nachgedacht habe, dass einem das passieren könnte. Und wenn einem das als Theaterschauspieler passiert, dann ist das sehr, sehr selten und sehr distanziert, weil die Leute einen, glaube ich, von weit weg gesehen haben und irgendwie einen auch gar nicht so richtig wiedererkennen, vielleicht an der Stimme. Und wenn man im Fernsehen auftritt, dann ist man bei vielen Leuten ja zu Hause im Schlafzimmer, in der Küche, auf der Toilette, im Kühlschrank und wo die alle ihre Fernseher versteckt haben. Und dadurch ist man so ein Teil von denen. Und das ist ein merkwürdiges Erlebnis. Aber mehr Freude oder immer noch unheimlich? Nee, es ist sehr positiv, weil die meisten Anreden sehr, sehr positiv sind. Das ist natürlich irgendwie toll, aber ich finde es auf eine Art auch unheimlich. Weil ich immer nicht ganz genau weiß, mit wem die reden, weil die das auch oft nicht genau wissen. Weil sie weder meinen Namen noch den der Figur kennen. Und dann wird das Gespräch ein bisschen diffus. Und dann weiß ich immer nicht genau, wie ich mich verhalten soll. Gibt es eine Schauspielerin, mit der Sie verwechselt werden? Nee, das ist schon konkret. Sie sind die lustige Kommissarin aus der Eifel. Also so weit geht es immer. Und dann... Ist ja so, als bei mir, ich werde manchmal mit Sandra Maischberger verwechselt. Ja, zufällig nicht. Nein, richtig verwechselt werde ich eigentlich nicht. Nein, es geht schon, die wissen dann schon, dass man ermittelt im Fernsehen. So, und wo genau und als was und auf welchem Sendeplatz und so, das ist dann oft ein bisschen durcheinander. Sie sind ein eher scheuer Mensch, jedenfalls wirken Sie so auf mich, dass Sie nicht gerne Dinge verraten. Aber Sie haben gesagt, Sie hätten so gerne ein bisschen mehr von der Sophie Haas. Was denn? Ja, ich finde zum Beispiel toll, das finde ich toll an dem Beruf des Ermittlers, das habe ich gelernt jetzt, die stellen ja nur Fragen. Also das machen ja Journalisten auch, man geht irgendwo rein, man klingelt und sagt, kann ich ein paar Fragen stellen? So, irgendwie so. Und dann werden die Leute so festgenagelt und zugetextet eigentlich. Und dann sagen die meistens nur noch, ja, nein, weiß ich nicht. Jetzt verstehen wir auch besser die Sehnsucht von Klaus Wowereit, oder? Wer der Moderator wird. Er kann endlich nur noch fragen. Es wird zurückgefragt ab 20 Uhr. Das verstehe ich total. Das ist ein Bedürfnis. Das ist so schön, ne? Und vor allen Dingen, die wissen auch nicht mehr, was sie gestern geschrieben haben. Das ist dann auch völlig egal. Ja, also es ist doch ein Bedürfnis, zurückzufragen. Und ich finde das im echten Leben, also habe ich Hemmungen, Leute zu befragen. Ich kann das nicht gut. Und dann, ja, und sag mal, wie hast du denn das, dein Buch jetzt geschrieben? Und wie meinst du das jetzt? Und so, das kann ich alles nicht so. Und bin ich immer darauf angewiesen, dass die Leute mit mir reden und mich ansprechen und so. Und das ist dann immer, das dauert dann alles manchmal ein bisschen. Es gibt Fans, die können es gar nicht erwarten, bis die nächste Folge kommt. Am 21. Oktober sind ja eigentlich nur noch 4 Tage. Kommt eine Folge, die sehr schön ist. Einer muss singen. Okay. Und es geht um einen Bürgermeister, um die Bürgermeisterwahl, der Wowereit. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Und wir haben exklusiv einen Ausschnitt draus. Ah. Sehr, sehr schön. Wollen wir uns anschauen? Ja. Okay. Frau Neuhaus, beugen sich Ihre Ermittler in Ihren Büchern auch so vergnügt über ein Opfer? Hin und wieder schon, ja. Also ich achte schon darauf, dass in meinen Büchern auch immer das ist, was man als Comic Relief bezeichnet. Also, dass irgendwas Witziges dabei ist. Jetzt gerade in dem Buch ist auch was drin, was ich selbst, mein Lebensgefährte und ich selbst erlebt haben. Ich habe ihnen um Erlaubnis gebeten, dass ich diese Stelle da drin verarbeiten durfte. Weil ich denke, es ist schon ganz wichtig, dass man auch bei einem Krimi immer mal schmunzeln oder vielleicht sogar lachen kann. Und dann geht es richtig gruselig weiter. Und Frau Peters, weil Sie sagen, so schön, was die alles kann, die Sophie Haas, was ich in meinem normalen Leben eher schwierig finde. Auch dieses, die anderen so ein bisschen suffisant abkanzeln. Ja, ist das eine schöne Fantasie? Ein traumhaftes Leben stelle ich mir vor, wenn man permanent in der Lage ist. Andere, die einem, also in dem Fall von Sophie Haas, gehen ja die anderen ja gelegentlich mächtig auf die Nerven einfach, weil sie so unglaublich empört und
unglücklich ist, dass sie so zurückgesetzt wurde, weil sie ja sich für was ganz besonders Großes hält und das nicht fassen kann, dass sie dafür so eine Provinzpolizistin gehalten wird. Und dass sie dem auch enthemmt Ausdruck verleiht. Finde ich persönlich sehr lustig und sehr sympathisch, auch wenn das manche Leute vielleicht gemein finden, aber ich finde, das hat, also, und suffisant sind die anderen ja auch, also das wollen wir ja nicht unter den Tisch kehren. Aber hilflos eher, die ist viel wirkungsmächtiger, die Sophie Haas. Die ist schneller mit Worten, yeah. Das hapert bei den anderen ja immer ein bisschen, die sagen ja gerne mal dieselben Sätze und die haben aber diese, also die wissen ja genau, womit sie die zur Weißglut bringen. Mhm. Und die wissen genau, wie lange sie warten müssen, bis der nächste Satz kommt. Das ist ja auch perfide auf eine Art. Sie haben gesagt, es freut Sie so sehr, dass diese Serie auch in anderen Ländern Erfolg hat. Zum Beispiel in Italien. Ja, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es da Erfolg hat. Doch. Mir wurde erzählt, dass es da läuft. Das fand ich schon irren Erfolg. Im ersten Programm, also in der ARD des italienischen Fernsehens. Und da spreche ich Italienisch. Ja. Wollen Sie sich das mal anschauen? Wir haben es für Sie als Überraschung besorgt. Bitte sehr. Jetzt muss man wirklich an die Profis die Frage stellen, wie war denn das synchronisiert, wie wirkt das jetzt? Ja? Ich finde Synchron immer ganz schwierig. Wir hatten das Zu weich. Viel zu weich. Zu weich, das mit über die melodische Sprache. Aber der andere kommt war da eben diese andere Rolle nicht mehr raus, finde ich. War ein bisschen kurz, aber zu weich. Zu weich, weil das so melodisch ist. Unter Profis meinte ich eigentlich mehr Florian. Also, wenn jemand weiß, wie das funktioniert, würde ich sagen. Also ja, aber ich war sehr perplex, als ich aus Amerika kam, in amerikanische Serien sehen oder amerikanische Filme und plötzlich Dustin Hoffman hat eine ganz andere Stimme. Mhm. Oder Robert De Niro oder etwas, die sind fantastisch natürlich. Für uns haben wir ja nur diese Stimme. Und ich erinnere, mein Mann hat mir irgendwie, wer ist der Stimme von Robert De Niro? Christian Brückner. Yes. Christian Brückner, Wir haben Christian Brückner kennengelernt, er hat eine Lesung gemacht hier im Theater in Bremen. Und mein Mann war ich so, das ist der Stimme von Robert De Niro. Ich sag, aber das ist nicht Robert De Niro. Ja, aber trotzdem, es war sehr... Aber der Einzige, der wirklich davon profitiert ist, ist übrigens Schwarzenegger. Weil wirklich, der wird ein besserer Schauspieler durch die Synchronisation. Nein, um Gottes Willen, ihn nicht. Die ganze Serie Ally McBeal ist 10 Tage... Ich hab die ganze Serie erstmal auf deutsche Fernsehen gesehen. Diese Ally McBeal, der Rex-Anwalt-Serie. Ja. Ich habe das dann, irgendwann war ich zu Hause in meiner Familie, ich habe das auf Englisch gesehen. Die waren so strohdumm. Und die deutsche Stimme waren alle sehr intelligent und Rex-Anwalt-mäßig. Ja, aber das verändert wirklich den Charakter. Ich habe jetzt auch so eine Serie auf Deutsch und Englisch geguckt. Parenthood heißt die. Und da gibt es eine Figur, eine Mutter der Familie, die fand ich immer unheimlich trutschig und doof. Die ist mir unheimlich auf die Nerven gegangen. Die kommt dauernd im Bild vor mir und ist immer, oh, die wieder. Dann gucke ich das auf Englisch und dann ist die eine ganz tiefe Stimme und ist wahnsinnig cool. Ja. Und ansonsten ist alles gleich und das war so ein, ich dachte, okay, die hat wirklich jetzt verloren durch ihren Synchron, weil die einen anderen Charakter dazu bekommen hat. Das ist natürlich schwer, der Stimme von einem Schauspieler wegzunehmen, denn deine Stimme, Entschuldigung, es ist so toll. Das Beruf in der Munde. Aber nee, wirklich, das ist so ein toller Instrument. Aber es ist trotzdem toll, sich selber Italienisch zu hören. Da habe ich immer von geträumt. Toll, ich wollte immer gerne fließend Italienisch können. Ich war zu faul, es zu lernen und schon ist es da. Aber warum kriegen die das nicht lippensynchron hin? Ja, weil das war nicht lippensynchron, das fand ich auch. Überhaupt nicht. Dr. Diary haben sie, glaube ich, auf Spanisch gemacht und auf Französisch. Französisch war ganz gut und sie haben es auf Russisch. Die haben es nicht synchronisiert, sondern die haben Szene für Szene nachgedreht mit anderen Schauspielern. Und es ist vollkommen absurd, sich das dann anzuschauen. Das ist wirklich. Das ist toll. Aber man merkt es immer nur im Ausland, dass es nicht lippensynchron ist. In Deutschland ist es genauso wenig lippensynchron. Also man muss ja nur mal umschalten. Ich zwinge immer meine Freunde, dass wir am Anfang immer im Original anschauen und sagen, nach 10 Minuten darfst du umschalten. Das geht dann aber nicht mehr. Dann fällt es einem auf. Ich überlege die ganze Zeit, das geht mir richtig nach, wie wir sie unterstützen können, wenn Leute ihnen jetzt reinreden wollen bei der Rolle. Was können wir machen? Wie können wir sie coachen? Die haben ja auch eine Berechtigung, da reinzureden. Die zahlen ja auch das ganze Geld dafür. Es ist ja nicht meine Sendung oder mein Charakter. Seien Sie nicht so diplomatisch, das nervt einen zu Tode. Nee, also ich habe mir den schon irgendwie gegriffen. Aber natürlich habe ich ihn nicht erfunden und ich kann auch die Sätze ja nicht erfinden. Ja? Ich bin eben nicht so wie die. Ich kann nicht schlagfertig rumstehen und irgendwie zack und hier und da ist mein One-Liner und jetzt haue ich euch alle unter den Tisch und paff und puff. So, dafür brauche ich ja Leute. Ja? Und das weiß ich auch. Und die sind eben von unterschiedlicher Qualität, aber eben auch von unterschiedlicher Zugewandtheit.
So, und da hat ja auch jeder seine eigenen Sympathien. Und ich habe noch nie, außer am Theater, da habe ich auch schon mal in einer Serie mitgespielt, wo man über lange Jahre einen Charakter bei behält. Bei René Polesch war das. Hat man ja sonst immer, man macht ja immer nur ein Einzelstück. Also du kennst auch Serie und Einzelstück, aber es ist ja ein ganz anderes Leben als Schauspieler, wenn man immer wieder dieselbe Figur hochholt. Man wird selber anders, man wird älter, man sieht den Stoff anders, man hat die Technik plötzlich drauf. So am Anfang war dieses Clip-Clap-Sätze und Timing noch zu üben. Mhm. Jetzt kann man schon damit spielen. So. Und dann wird man auch, wie soll ich sagen, fester in seiner Meinung, glaube ich. Absolut. Weil man irgendwie denkt, Entschuldigung, ich weiß es besser, weil ich mache das 14 Stunden am Tag und das seit 7 Jahren. Und warum willst du das jetzt besser wissen? Du sitzt nur im Büro. Und dann wird man so... Ja, da wird man auch ein bisschen fest. Das war jetzt die dritte Staffel. Ja. Wie viele wünschen Sie sich noch? Das ist schwer zu sagen. Also das ist ein hartes... Der Gong? Das ist wie bei den Oscar-Verleihungen, oder? Das Mikrofon geht langsam in den Boden. Das ist alles vorbei. Das ist überhaupt nicht stört. Nein, ich spreche zur Musik. Das ist nicht toll. Wie viele... Der Kollege fällt vom Tisch. Sei Julia Roberts, ich spreche einfach weiter. Wie viele Staffeln ich mir wünsche, kann ich wirklich schwer sagen. Jetzt drehen wir erstmal einen Spielfilm, was ich eine super Sache finde, das Ganze mal über 90 Minuten zu spannen. Also Mord mit Aussicht. Über, ja, Mord mit Aussicht. Als Spielfilm. Als Spielfilm. Schön. Das machen wir jetzt vor Weihnachten noch. Dann freuen wir uns auf den Spielfilm. Ja. Und Sie haben es fantastisch gedeutet. Das war so eine Art Schlussgong. Ja, ne? Erkennen Sie die Melodie? Die ist nämlich eine Widmung an einen Gast hier. Herr Wobereit, so viel Gutes wird einem zum Ende der Karriere beschert. Das ist immer schön, ne? Es könnte auch Rainer Schmidts Buch, der Cannabis, Cannabis GmbH, so, der Berliner Luft ist auch so ein bisschen. Ja? Okay. Das war's leider für heute. Wir hätten noch sehr, sehr lange gerne weitergemacht. Vielen, vielen Dank. Wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen, Dankeschön, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen, dann wird in diesem Studio alles anders sein. Alles, alles anders sein. Warum? Weil wir feiern unseren 40. Geburtstag. Den 40. Geburtstag von 3 nach 9. Und in dieser Jubiläumssendung gibt es dann ganz viele Überraschungen. Und es gibt wieder 3 Moderatoren, wie zu Anfang von 3 nach 9. Es ist nicht Klaus Wowereit, aber es ist Maria Furtwängler. Wir freuen uns drauf. Und nee, nur wir 3. Reicht. Es kommen unglaublich viele und wunderbare Gäste. Und bis dahin zeigen wir jeden Tag ein neues Highlight aus der Geschichte von 3 nach 9 unter 3nach9.de. Ja. Und jetzt unbedingt dranbleiben, es folgt eine neue Folge von Krude TV. Bis in 4 Wochen. Tschüss. Wir sehen uns wieder am 14. November. Bis dahin, ciao und auf Wiedersehen. Dankeschön. Kommen Sie gut in die Nacht.